einfach kein schönes Mundgefühl. Ganz ehrlich, die hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Wird gefühlt beim Kauen immer mehr. Mir ist es zu süß. Sehr intensiv, aber eben sehr intensiv künstlich. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Das erste Video in 2023 und ich habe gleich mal ein neues Format für dich. Du hast es bereits gelesen. Wir testen heute vegane, glutenfreie Energieriegel. Also wir machen quasi so eine Art Foodcheck. Meine Mutti war nämlich auf Schnäppchenjagd und da hat sie diese Riegel mitgebracht aus dem Drogeriemarkt. Das sind ganze neuen Sorten, jeweils 50 Gramm schwer. Und da hat ein Stück gekostet 1,55. Regulärer Preis liegt bei 1,95 oder so. Ganz wichtig an der Stelle, ich habe dieses Video als Werbevideo gekennzeichnet, einfach damit ich rechtlich abgesichert bin. Aber ich werde von dieser Firma nicht gesponsert. Ich habe auch keine Kooperation mit denen, sondern das ist alles selber gekauft, selber bezahlt, in dem Fall von meiner Mutti. Rawbite war übrigens ein Start-up aus Dänemark, aber mittlerweile gehört es, was ich so gelesen habe, zu Balzen, aber das nur ganz kurz dazu. Bevor wir jetzt mit der Verkostung starten, werfen wir erstmal einen Blick auf sämtliche Zutatenlisten und Nährwertangaben, weil das ist immer was, was ich auch meinen Klientinnen und Klienten im Coaching mit auf den Weg gebe. Und auch meine Mutti achtet beim Einkauf da sehr drauf. Und wenn ich richtig geguckt habe, sind diese Riegel auch einigermaßen clean. Also sie sind auf alle Fälle vegan, sie sind glutenfrei und sie enthalten keinen raffinierten Zucker. Aber wir schauen jetzt gleich mal im Detail drüber. Als erstes habe ich hier Apple Cinnamon. Von den Zutaten her okay, der Riegel besteht aus wenigen Komponenten, sprich Trockenfrüchte, Nüsse und zwei Gewürze. Das würde ich auch so machen. Aber was mir direkt auffällt, das ist in den Nährwerten der extrem hohe Zuckeranteil mit 50%. Vom Verhältnis her haben wir hier ca. 2 Drittel Trockenfrüchte und 1 Drittel Nüsse. Wenn ich Energieriegel selber mache, dann nehme ich viel weniger Früchte. Ich verlinke dir auch mal ein Rezept dazu in den Infokarten. Als nächstes habe ich hier die Sorte Peanut. Ich liebe ja alles, was Erdnüsse enthält, egal ob süß oder herzhaft. Und von den Zutaten her ist es auch recht überschaubar. Also nur Datteln, Erdnüsse und Salz. Das passt, das ist super. Und das Verhältnis zwischen Datteln und Erdnüssen ist auf jeden Fall besser als bei der Sorte mit Apfel. Jetzt kommt Cashew. Und dieser Riegel besteht tatsächlich nur aus Cashews und Trockenfrüchten im Verhältnis 1 zu 1. In diesem Fall sind das Rosinen und Datteln, also auch der ist von den Zutaten her absolut okay. Hier habe ich Kokos und da muss ich sagen, das ist echt heftig, wenn ich mir das so angucke. 74% Trockenfrüchte, das ist schon ordentlich. Ansonsten sind noch Cashews und Mandeln enthalten und nur 16% Kokos. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist bei der Sorte Cashew deutlich besser umgesetzt. Das ist Vanilla Berries. Mal schauen, wie das hier gelöst ist. Auch hier wieder sehr viele Trockenfrüchte enthalten, vor allem Datteln und Rosinen. Die Vanille mit 0,1% ist eher homöopathisch vertreten und dann noch 10% Beeren. Hier vor allem schwarze Johannisbeeren und ein paar Kirschen. Da finde ich, die Deklaration ist ein bisschen irreführend, weil Beeren und Vanille sind dann doch eher in der Minderheit. Hier habe ich Limette in einer sehr schönen giftgrünen Verpackung. Ich hoffe, dass da auch wirklich Limette drin ist und nicht irgendein künstliches Aroma. Mal gucken. Ja, das hatte ich befürchtet. Wir haben hier Limettensaftkonzentrat, dann noch natürliches Ingweraroma und Zitronenaroma. Da bin ich kein Fan von. Also ich mag es nicht, wenn mit irgendwelchen Aromaölen oder sowas gearbeitet wird. Aber ich lasse mich überraschen. Vielleicht schmeckt es mir auch. Dann schaue ich mir jetzt gleich mal noch die Sorte Orange Schoko an. Ich hoffe, das ist hier nicht auch so. Aber ich ahne schon. Und ja, es ist genauso. Orangensaftkonzentrat und natürliches Orangenaroma. Der Schokoanteil liegt in Form von Kakaonibs vor und auch ein bisschen Kakaopulver. Hier ist jetzt nochmal ein reiner Schokoriegel und der ist mit Kakaomasse, Kakaopulver und auch wieder einen relativ hohen Trockenfruchtanteil in Form von Datteln und Rosinen. Zu guter Letzt habe ich noch einen Proteinriegel. Da bin ich mal gespannt, was für Protein genommen wurde. Immerhin 21% Eiweiß, das ist okay. Und das Eiweiß stammt aus einem Reisproteinpulver.
Das ist natürlich nicht so optimal, aber sind noch Mandeln enthalten, Cashews und Kürbiskerne, also das sind auch gute Proteinlieferanten, und noch ein bisschen Kakaopulver. Der Trockenfruchtanteil ist bei knapp 47%. Ich glaube, das ist bisher der niedrigste von allen. Das sind nochmal die neuen Sorten im Überblick. Ich habe nun genug geredet. Jetzt geht's endlich an die Verkostung. Ich bin sehr gespannt. Und anfangen werde ich damit. Das ist die Sorte Apple Cinnamon, also Apfelzimt. Was mir direkt auffällt, es ist wahnsinnig süß. Den Zimt schmecke ich sehr dezent raus, könnte von mir aus noch intensiver sein. Was ich nicht direkt rausschmecke, das ist der Apfel. Also ich schmecke zwar, dass es sehr fruchtig ist, aber ich könnte es jetzt nicht definieren. Vom Mundgefühl her finde ich, es hat ganz schön am Gaumen geklebt. Gut, machen wir weiter. Und zwar mit der Sorte Limette. Ganz ehrlich, die hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Es ist total künstlich gewesen, viel zu intensiv und irgendwie kommt da auch noch so eine unangenehme Schärfe hinterher. Also, das ist nicht meins. Was nehme ich als nächstes? Ich nehme die Sorte Cashew. Schlicht und ergreifend. Also, die ist auf jeden Fall deutlich besser als die ersten beiden, die ich probiert habe. Hier klebt der Zucker nicht so krass am Gaumen und es schmeckt auch nicht so künstlich. Was mir allerdings hier so ein bisschen fehlt, das ist die geschmackliche Tiefe. Also es schmeckt halt wirklich nur nach Cashews und nach Frucht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es nach 3, 4 Bissen etwas langweilig werden könnte. Aber bisher muss ich sagen, schmeckt die mir am besten. Nächste Sorte ist Protein. Also die Sorte, muss ich sagen, hat mir eigentlich ziemlich gut geschmeckt. Die kommt mir auch nicht ganz so süß vor. Sie ist schön crunchy, das mag ich total gerne. Wenn es so eine richtig schöne Textur hat, schmeckt auch ein bisschen schokoladig. Die Aromen sind gut ausbalanciert und doch, also ich muss sagen, den finde ich richtig gut. Der überzeugt mich. Weiter geht es mit Orange Schoko. Hier ist es wieder das gleiche wie bei der Sorte Limette. Sehr intensiv, aber eben sehr intensiv künstlich. Also das ist auch nicht so meins. Ist eigentlich sehr schade, weil ich finde, Orange und Schoko ist eine ziemlich gute Kombi. So, ich schaue jetzt gerade, was noch fehlt. Zum Beispiel die Sorte Kokosnuss. Die ist auch wieder extrem süß. Die Kokosnote kommt ganz gut durch. Die Textur ist okay, es klebt nicht am Gaumen, das ist gut. Aber wie gesagt, mir ist es zu süß. Jetzt habe ich hier noch die Sorte Kakao. Da freue ich mich drauf, weil ich mag Schoko total gerne. Also da bin ich doch jetzt ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Da hätte ich mehr erwartet. Das ist einfach kein schönes Mundgefühl. Sehr trocken, sehr staubig. Lässt sich nicht gut essen und wird gefühlt beim Kauen immer mehr. Und auch die Sorte, die ist mir einfach zu süß. So, ich müsste fast durch sein. Mal schauen, was noch fehlt. Ah, genau. Die Sorte, die hatte ich noch nicht. Das ist Vanilla Berries. Okay, was soll ich sagen? Déjà-vu. Auch wieder viel zu süß, es klebt beim Kauen. Also ich könnte davon nie so einen ganzen Riegel auf einmal essen. Und von der Vanille merke ich auch nicht allzu viel, beziehungsweise eigentlich fast gar nichts. Vielleicht ganz dezent im Abgang. Der letzte Riegel, Gott sei Dank, ich habe das Gefühl, ich habe einen totalen Zuckerschock. Es kommt jetzt noch die Sorte Erdnuss. Da freue ich mich drauf und ich bin sehr gespannt. Der ist nicht ganz so süß wie die anderen. Die Erdnuss ist sehr präsent, das finde ich gut. Was mich hier aber so ein bisschen stört, ist, dass es nach hinten raus doch ziemlich salzig schmeckt. Da muss ich gerade mal gucken. Ja, 0,5 Gramm Salz zugesetzt, also das ist mir persönlich zu viel. Finde ich ein bisschen schade, weil wie gesagt, ich hatte mich auf Erdnuss gefreut. Und damit habe ich es tatsächlich geschafft. Ich bin durch mit den neuen Sorten.
Und insgesamt muss ich sagen, dass ich doch ein bisschen enttäuscht bin. Obwohl es von den Zutaten her wirklich sehr clean gehalten ist, war es mir einfach zu süß. Ich blende dir auch nochmal sämtliche Nährwerte von den neuen Sorten ein. Dabei waren 50 Gramm Zucker das höchste der Gefühle und das ist einfach too much. Das niedrigste waren 34 Gramm bei der Sorte Protein, die hat mir auch am besten geschmeckt und die ist auch vom Nährstoffverhältnis noch am besten, aber natürlich enthält es trotzdem noch recht viel Zucker, vor allem wenn du überlegst, dass die WHO maximal 25 Gramm an zugesetzten Zucker am Tag empfiehlt. Die hast du mit so einem Riegel ja fast schon rein. Aber was ich auch sagen muss, wenn du jetzt diese Riegel mal mit einem normalen Schokoriegel vergleichst, dann ist es auf alle Fälle noch die bessere Wahl. Auch hier blende ich dir eine Grafik ein. Ich habe jetzt mal den Raw Bite Protein genommen, weil das ist in dem Fall mein Favorit gewesen. Und ich habe dem gegenüber mal die Werte von Twix gestellt. Das war nämlich früher einer meiner Lieblingsriegel. Und da siehst du, dass der Raw Bite Riegel schon deutlich besser abschneidet. Er hat fast die Hälfte weniger Kohlenhydrate, er hat weniger Zucker, etwas weniger Fett und dafür aber mehr Proteine und Ballaststoffe. Und die sorgen ja letzten Endes für die Sättigung und die verhindern auch diese krassen Blutzuckerspitzen. Trotzdem ist auch bei vermeintlich gesunden Energieriegeln Vorsicht geboten, weil wenn du jetzt mal die Sorte Apfel-Zimt mit Twix vergleichst, dann sind hier die Nährwerte gar nicht mal so viel besser. Aber von den Zutaten her ist er natürlich deutlich cleaner. Mein wichtigster Tipp an der Stelle für dich, schau dir auch bei in Anführungszeichen gesunden Sachen immer genau die Zutatenlisten und die Nährwertangaben an. Nur weil irgendwo vegan oder glutenfrei oder Rohkost draufsteht, heißt es nicht, dass wir uns damit bedenkenlos vollstopfen können, um es jetzt mal krass auszudrücken. Unterm Strich ist und bleibt es eine Süßigkeit. Schreib mir gern mal in die Kommentare, ob dich solche Taste-Tests generell interessieren, ob ich vielleicht mehr vegane, cleane Fertigprodukte analysieren soll, beziehungsweise falls du einen Vorschlag hast, dann gerne auch, was ich mal testen soll, weil ich denke, es ist interessant zu sehen, gibt es Produkte im Supermarkt oder im Biomarkt oder in dem Fall im Drogeriemarkt, die A, einigermaßen clean sind, was die Zutaten betrifft und B, die auch noch gut schmecken und vor allem, was die kosten. Weil, sind wir mal ehrlich, wir haben einfach nicht immer die Zeit, alles selber zu machen, beziehungsweise wenn wir unterwegs sind, da ist es eh schwierig, irgendwas Vernünftiges zu essen aufzutreiben und dann dürfen wir auch gerne mal zu einem Fertigprodukt greifen. Und vielleicht schaffe ich es auch beim nächsten Mal, dass meine Mutti mit am Start ist, falls es nächstes Mal gibt. Du entscheidest, weil ich hatte sie eigentlich für das Video eingeplant, aber ihr ist leider was dazwischen gekommen. In dem Sinn, das war's von mir. Wie gesagt, schreib mir gern mal in die Kommentare, inwieweit dich solche Videos interessieren und ob du noch Vorschläge hast. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute für 2023 und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, bleib maximal vital. Alles Liebe, deine Fanny.